Dann wollten wir Essen zubereiten, ne? Geht am schnellsten. Von meinem Garten aus, glaube ich. Bevor wir jetzt erstmal auf den Hauptplatz gehen. Das kann noch weg. Das kann noch weg. Nur die Kiste habe ich noch nicht gefunden. Die Kiste habe ich noch nicht gefunden. Die blaue. Guck ich doch einmal schnell nochmal hier oben. Grüne Kiste habe ich gefunden. Wo ist die blaue Kiste? Und Lisa, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen hier. Wo ist die blaue Kiste? I need Stein. Wie gesagt, ich habe noch nicht die blaue Kiste gefunden. Brauche doch mein Sterntaler. Auch wenn nur einer drin ist, aber egal. Oh. Den. Ja, um euch kümmere ich mich auch gleich. Da ist nochmal grün. Grün und Nachtdorner. Servus. Ich dachte, ich wäre jetzt mittlerweile überall gewesen. Da. Gefunden. Da war ich aber mehr als blind. Ich habe dich. Servus. Brauchen wir doch dann fürs nächste Event. Also, was brauchten wir? Gazpacho, Gemüseeintopf und Beerensalat. Wir müssten, glaube ich, alles noch haben. Ich habe eigentlich eine super toll eingerichtete Küche und trotzdem Curry. Hier draußen. Das brauchen wir einmal. Dann. Der Beerensalat. Der hätte ich eigentlich auch einfach drauf kommen können, ne? Indem ich einfach die Beeren ausprobiert hätte. Das andere müsste dann hier sein, oder? Eigentlich ist vieles so einfach zu entdecken an diesen Rezepten. Und trotzdem kommt man selten drauf. Und der Karagemüse-Eintopf war auch nice. Miki, könntest du Güte haben? Danke. So. Leid. Mit Mutter Gotel muss ich immer noch reden. Die ist im Restaurant. Die ist hockt im Restaurant. Im Restaurant. Im Restaurant. Brumme. Ich möchte Minzbonbons. Gab es solche Bonbons mit diesen komischen rot-weißen Streifen nicht früher auch, die in so einem Creme waren? So Joghurt, Erdbeer oder sowas? Die hatten ganz bestimmten Namen. Das Thema hatten wir vor einigen Wochen auch. Servus? Nein. Jetzt habe ich keine Lust. Egal. Dann Bestellung.
Eigentlich ist es sinnvoll, weil es ja sowieso, aber wir haben ja außer Erik alle auf 10. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Also dieser Löwe, der auf der sonnigen Ebene lebt. Lass mich raten, du willst ihn loswerden, bevor er jemanden jagt und frisst? Ich habe genau das Richtige. Nein. Ich versuche Scar davon zu überzeugen, mit mir zu reden, aber er wird es nicht tun, solange mein Mantel für eine Herrscherin nicht angemessen ist. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Möglicherweise. Aber warum erlaubst du dieser Bestie im Dorf zu bleiben? Meine Liebe, die schnellste Lösung wäre, dieses dumme Kätzchen in einen Mantel zu verwandeln. Nein? Ich mag Scar. Ich tut mir leid, aber ich trage den Stoff aus pflanzlicher Basis. Ey, komm. Machen wir. Natürlich tust du das, meine Liebe. Nun, wenn du willst, dass ich dir einen Mantel machen soll, musst du mir die Materialien bringen. Ich brauche Faser, Stoffstücke und ein paar Zitrinen und einen Eisenbarren. Nimm einen Mantel. Warum willst du, dass ich nach Edelsteinen suche? Damit du lernst, keine dummen Fragen zu stellen. Oh, ich mache nur Spaß. Du sollst wirklich öfters lächeln. Du siehst immer so bedrückt aus. Geh jetzt und komm erst zurück, wenn du alles hast, worum ich dich gebeten habe. Worauf wartest du noch? Okay. Muss ich einmal im Haus vorbeigucken? Und Stoff und so weiter kann ich gucken, ob ich es herstellen kann. Fasern müsste ich, glaube ich, noch haben. Ansonsten kann ich auch die herstellen. Wenigstens ist es nicht. Sammle 50 Fasern. Nee. Hier noch was drin? Nein. Genau, öffne diese Truhe. Gut, in aller Not hätte ich dann auch. Fasern. Stoff. Können die Stoff. Nee, Stoff kann ich nicht herstellen. Weil ich keine Baumwolle habe. Ich kann drin einmal gucken. Ich kann einmal gucken, ob ich noch Stoff habe. War der Meinung, ich hätte mal genug hergestellt. Nein. Glänzender Zitrin. Natürlich habe ich den auch nicht mehr. Die Zitrin muss ich leider sammeln. Stoff. Fasern. Oh mein Gott, Stoff reicht gerade noch so. Okay, das kann ich aber herstellen. Fasern fehlt mir eins. Eisenbahn kriege ich auch. Dann brauche ich nur noch den Zitrin. Zitrin hat man woher gekriegt? Zitrin. Sonnige Ebene, Lichtung des Vertrauens. Naja. Was ich noch gucken wollte. Auberginenrolle. Glänzender Kürbis. Matistab. Glänzender Kürbis. Ja, glänzender Kürbis macht Sinn. Auberginenrolle. Kürbis. Ein glänzender Amethyst. Und ich habe nur den normalen, ne? Gucke ich gleich nochmal drin. Ich kann ja mehrere herstellen. Schadet ja nicht. Weiter. Thank you.
ein bisschen Seetang brauche ich noch für die Schädis. Also, Mickey, du kannst dich einmal verkrümeln. Braucht dich nicht. Das war jetzt gerade wieder so typisch ich. Danke. Ich wollte nach dem glänzenden Dingens suchen. Und ob ich noch einen Kürbis irgendwo habe. Einen Kürbis. Nee. Es muss kein Kürbis drin. Kein Kürbis drin. Ich habe tatsächlich keinen, doch. Teilen ein. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch irgendwo noch einen Kürbis haben. So. Rein. Da auch wieder rein, das brauche ich. Na, schade. Oh, und ich brauche noch eine Kiste. Habe ich noch eine hier drin? Ne, ich habe nur die Ultramatur. Kacke. Dann packe ich die erstmal da mit rein. Ich habe da noch einen Fisch vergessen. Gut, dann müssen wir das Zitrin sammeln. Ich hoffe, dass ich Erik hochkriege, weil dann kann ich mit Erik die Steine abbauen. Bei denen würde ich gerne auf 10 kriegen. Und Erik ist wo? Erik ist da. Bis ich da bin, ist er weg. Nee, so gut. Erik! So, und dein Essen habe ich auch noch für dich. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Hier, bitte. Dein Essen. Hallo? Servus. Das sieht lecker aus. Sogar noch besser als das, was Koch Louis macht. Vielen Dank. Wow, das war toll. Ich fühle mich so viel besser. Ich kann es kaum erwarten, mit Ariel zu sprechen. Bin mir sicher, dass er sich sehr freuen wird, dich zu sehen. Lass uns jetzt gehen. Das ist ja wunderbar. Vielen Dank. Ja, was für dich. Kürbis. So. Und Stufe 2. Bergbau, bitte. Und dann kommst du direkt mit. Nee, geht gar nicht. Oder folgt er mir auch so schon? Nee, er folgt mir so schon. Nee. Rennt er das mal vor zu Ariel. Och, Erik. Lass Ariel sein. Ariel kann warten. Die braucht keiner. Ein Ariel mag ich schon, aber...
Okay. Ja, so halb zusammen. Die eine lebt im Wasser, der andere am Land. Danke fürs Vorbeikommen. Kann ja nicht genug danken. In manchen Momenten, in denen mich Ursula gefangen hielt, verlor ich die Hoffnung. Ich dachte, ich würde Ariel nie wiedersehen. Yeah! Aber jetzt sind wir dank dir wieder vereint. Ich habe eine Schwäche für Liebesgeschichten. Es gibt nur eine Sache, an die ich immer wieder denken muss. Etwas, das Ursula gesagt hat, um mich anzusticheln. Vergiss es, du hast mir heute schon genug geholfen. Ich werde versuchen, dieses Rätsel allein zu lösen. Danke nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Hey. So. Aha. Lass uns abhängen. Das ist ja wunderbar. Ja. Vielen Dank. Ganz wunderbar. Wir brauchen Zitrin. Dringend. Wundert mich, dass wir das nicht mehr hatten. Bitte lass es kein glänzender sein. Nope. War es nicht. So, wieder ein bisschen Holz. Ich muss da ja mal wieder mehr sammeln. Allein halt diese ganzen Baumaterialien. Hebst du auf? Und hier kommen wir auch gut voran. Hier ist noch eine blaue Kiste. Sehr nice. Was ist da hinten? Das ist so eine goldene. Will ich mir gerade aber noch nicht holen. Wir müssen uns auch mal wieder ein Stream lang Zeit nehmen, einfach um zu dekorieren. Als nächstes wäre dann quasi für mich erstmal das Eisland da oben dran. Bei wegen Winter und so. Aber noch können wir nicht so viel dekorieren. Ich bin mal aufs Event gespannt. Da werden wir dann auch wieder vermehrt Disney spielen. Gerade ist es ja immer eher ein bisschen spärlich gesehen, das Ganze. Aber echt wieder öfter machen. Eigentlich müsste ich sowieso einen neuen Gameplan erstellen, weil ja Life Strange erst durch ist. Dies mit Iron ist ja immer recht spontan dann. Mehr hast du nicht. Deswegen mal schauen. So. Was brauchst du? Ich kann deine Hilfe gebrauchen, um ein Rätsel zu lösen. Es tauchte auf, als ich von Ursula gefangen gehalten wurde. Okay. Während sie mich in ihrem kleinen Garten hielt, provozierte mich Ursula gerne mit etwas. Sie sagte, es gebe einen Weg, dass Ariel nicht mehr zwischen den Welten hin und her gerissen werden müsste. Dass wir ein Land zusammen sein könnten, wann immer wir wollten. Sie sagt, es gebe eine Art Magie, die es Ariel ermöglichen würde, zwischen Mensch und Meerjungfrau zu wechseln. Ich habe in jedem Buch in Merlins Bibliothek nachgeschlagen, aber ich kann nicht herausfinden, wovon sie gesprochen hat. Es muss Dreamlight-Magie sein. Es geht also darum, die Form zu ändern. Ich sollte mit Maui sprechen. Er hat so eine Macht. Genau, vielleicht kann er Ariel etwas beibringen. Danke, komm zurück zu mir, nachdem du mit ihm gesprochen hast. Jupp, wenn ich denn Maui irgendwo mal wieder über den Weg laufe. Obwohl, habe ich noch nicht gesehen. Stunde 4. Nice. Ja, gib mir Geld.
Brauchen Money. Wobei wir das Geld eigentlich nur brauchen, um Kleidung und so zu kaufen. Ich würde dir sagen, je nachdem wie fit ich morgen bin, würde ich erst mit Disney starten, bevor wir in ESO so reingehen. Einfach damit ich auch um 10 Uhr wieder mein Blut krieg. Erik, du bist verbuggt! Erik! Er zuckt. Ich habe gerade... Nein. Nein. Mm-mm. Den Gedankengang gehe ich nicht zu Ende. Mm-mm. Erik, du machst da was ganz, ganz Falsches. Einfach nein. Will ich nicht. Huch. Ich weiß bitte einfach einen Stein in den Weg, ey. Ja. Ah, ja, er hat fertig gezuckt. Komm zu uns zurück. Bitte nicht wieder. So. So, ich muss jetzt... Mutter Rote sitzt da immer noch? Ja. Tut sie. Ja. Aber mittlerweile haben wir echt viele Dreamlight-Punkte. 55.000. Ich glaube, da könnten wir jetzt einiges mit öffnen. Rein theoretisch. Ja. Bitte sehr. Wenn es jetzt wieder etwas ist, wo ich tagelang warten muss. Ah, da bist du ja. Und du hast alles, was ich wollte. Auch ein paar Zitrinen. Die sind für mein Schmuckkästchen. Du bist ein Schatz. Du hast die Edelsteine gar nicht gebraucht. Sie sind nur für dein Schmuckkästchen. Ich hätte das einfach fragen können. Sieh es als Bezahlung für meine Dienste an. Und lass dir das eine Lehre sein. Nichts ist umsonst. Hier ist dein Mantel, wie versprochen. Viel Glück mit diesem widerlichen Tier. Es sieht tatsächlich nicht schön aus, was ich da gerade gekriegt habe. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Schuh, Schuh. Das sieht echt furchtbar aus. Warte. Erik? Sieht sich sehr kontraproduktiv. Ich glaube nicht, dass sich das diesmal von alleine löst. Dann starte ich mal kurz neu. Wir wechseln. Also was heißt wechseln? Ich würde noch bald die nächste Umfrage machen. Wenn ich jetzt herausfinden würde, da habe ich es hingepackt. Da ist es. Und weiter. So. Weil ich will nämlich dann gleich gucken, was wir dann hier nachspielen und wir Beluna.
Also muss jetzt einmal da wieder rüber. Abstimmung verwalten. Kann ich nichts? Nee, natürlich nicht, aber ich kann das einmal dahin ziehen. Sollen wir so machen? So. Oder so. So, dann kann das einmal weg. Dann würde ich jetzt einmal kurz die nächste Umfrage machen, was wir dann gleich spielen. Bis 20 Uhr. Also erstmal mache ich natürlich das hier noch ein bisschen weiter. Und dann gucken wir einfach mal danach. Jetzt muss ich aber Erik erstmal wieder einfangen. Hallo Niklas. Mir geht's soweit gut und dir? Einen schönen ersten Advent. Da ist Gar. Da ist Erik. Und Maui. Hi. Mann. Maui. Bist im Weg. Oh, Maui. Maui. Wo ist Erik? Da ist Erik. Hi. Das wäre ein perfekter Huch. Hi. Ich will dich einfach nur mitnehmen, Junge. Bis bald. Ja, bis bald. Es freut mich, Niklas. Es freut mich. So. Gar kommt gerade wieder. Können wir ihm diesen wunderbar hässlichen Mantel zeigen. Servus. Oh, wie gut. Na, siehst du, das war doch nicht so schwierig, oder? Selbst ein Wachsenschwein hätte das geschafft. Ich denke, ich sollte dir den Grund für meine miese Laune nennen. Es ist ganz einfach, ich bin am Verhungern. In diesem Dorf gibt es kaum Beute für mich. Natürlich habe ich eine deiner fetten, gefiederten Nachbarn gesehen. Aber ich nehme an, es würde dir missfallen, wenn ich einen von ihnen verspeisen würde. Das würde mir überhaupt nicht gefallen. Scheiße, das suchten. No. Aber nicht zu sehr suchten. Mir gefällt es nicht zu verhungern. Es muss eine Lösung gefunden werden. Was macht die Alte da im Hintergrund? Und zwar schnell. Du könntest Fisch essen. Katzen lieben Fisch. Vielleicht mögen deine kleinen Kätzchen das, aber ich bräuchte eine Fischmahlzeit für einen Löwen. Ich bin am Verhungern. Okay, ich denke, Remy kann uns am besten helfen. Die Ratte? Das ist nicht mal ein Appetithappen, aber wenn ich keine andere Wahl habe... Nein, nein, ich meinte, wir könnten Remy bitten, dir etwas zu kochen? Kids, ich erinnere mich an die ekelhaften Mahlzeiten, die er vor dem Vergessen zubereitet hat. Ich hoffe um seinetwillen, dass er nun besser kocht. Wenn es sein muss, fresse ich auch mal ein Nagetier. Jetzt schon gerade keinen Bock zu zocken. Wust! Na gut, verständlich. Kommt bei mir zwar selten vor, aber ich habe auch mal ab und an keine Lust zu zocken. Ich werde mit Remy reden. Bleib bitte hier und friss niemanden. Kusch, kusch. Ich bin fertig mit dir. Kusch, kusch. Das ist doch nicht mehr alle. So. Einfach bloß schön. Muss auch mal sein, Niklas. Muss auch mal sein. Hallo, Daria. Wie kann ich dir heute helfen? Belästigt dich eine Riesenkrabbe? Soll ich einen Stern mit dem Lasso einfangen? Du bist ein Formwandler, richtig? Ariel sucht nach einem Weg, um sich von einer Meerjungfrau in eine Menschenfrau und wieder zurück zu verwandeln. Wie funktioniert das? Immer langsam. Ich kann mich verwandeln, aber nur wegen der Kraft meines magischen Hakens. Bevor du fragst, nein, du kannst ihn dir nicht ausleihen.
Magischer Haken sind etwas sehr Persönliches. Du kannst selbst versuchen, ein verzaubertes Objekt zu erschaffen. Ich meine, du bist doch voller Dreamlight-Magie, oder? Wer weiß, es könnte funktionieren. Das werde ich tun. Das höre ich gerne. Du schaffst das. Okay, wenn ich also Ariel und Erik helfen will, muss ich etwas verzaubern. Ich werde etwas brauchen, das Dreamlight-Magie enthält. Vielleicht ein paar gereinigte Nachtscherben. Aber wenn ich mit Dreamlight-Magie arbeite, brauche ich etwas, um den Zauber zu erden. Etwas aus der Erde. Vielleicht weißes Sprengkraut? Oh, und ein Fläschchen. Um alles zu vermischen. Klingt gut. Als würde Merlin auf dich abwärmen. Du hast den Dreh mit der Magie definitiv raus. Wenn du den ganzen Schrott hast, brauchst du natürlich auch etwas zum Verzaubern. Vielleicht kann Erik dir dabei helfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zaubern. Danke. Gern geschehen. So, will ich wissen, wie die Abstimmung läuft? Okay. Diesmal ist es einstimmig. Aber ihr habt ja noch ein paar Minütchen. Sekündchen. Sprich mit Remy. Wo ist Remy? Okay. Dann spielen wir halt FF14. Auch in Ordnung. Nein! Karte! Oh Gott. Remy. Im Shoppinghaus. Natürlich. Was leer gekauft ist von mir. Hallo, na, fast leer. Was na? Wieso hast du eine Aufgabe? Dagobert? Warum hast du eine Aufgabe? Oder brauche ich etwas von dir für irgendwas? Einen schönen Tag noch. Genau die Person, die ich sehen wollte. Die sonnige Ebene ist voller natürlicher Ressourcen, aber sie ist nicht gerade ein Urlaubsort. Nein. Mit ein wenig Pflege könnte sie aber ein schöner Ausflugsort für einen anspruchsvollen Reisenden werden. Werde es zum perfekten Ort machen, um ein Bad in der Sonne zu nehmen. Hey, das klingt großartig. Aber du hast doch gar keine... Oh mein Gott. Entschuldigung, ich bin ganz Twitch spinnt. Echt? Na gut. Twitch spinnt seit einigen Wochen rum. Weiß auch nicht, was da wieder los ist. Bin immer froh, wenn ich zumindest streamen kann. Frage ist natürlich, ob alles funktioniert. Ich glaube... Ich hoffe einfach. Gang gerade. Oh. Scheiße. Das Witzige ist, ich bin jetzt gerade tatsächlich mal in meinen Browser reingegangen. Oh, tatsächlich, angeblich ist das Stream offline. Bin ich noch da? Jetzt ist die Nebenfrage. Ich werde hier tatsächlich. Warum werde ich da als offline angezeigt? Ohne Witz, das steht halt offline. Bitte, was? Okay, ja, ich hinterfrag's gar nicht erst. Ich hinterfrag's nicht. Wir einigen uns drauf. Twitch spinnt. Ich hätte dich reingucken sollen. Twitch halt ja. Ach, ich gewöhne mich dran. Oh, hallo. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du bist zum Essen hier, denn ich habe einige fantastische Sachen auf der Speisekarte. Moment, der Mantel, den du trägst, erinnert mich an etwas. An jemanden. Oh nein. Du willst, dass ich für Scar koche, dem strengsten Essenskritiker des gesamten Tals? Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist. Ich liebe Herausforderungen. Auch wenn das bedeutet, einen gefährlichen Löwen zu füttern. Du wirst mir helfen müssen, den Hauptgang vorzubereiten. Ich denke an frischen Sushi. Das ist am besten, wenn es gerade erst zubereitet wurde. Ich kümmere mich um den Nachtisch. Hier sind die Rezepte zum Vorbereiten. Ich glaube kaum, dass Scar ein Nachtisch ist. Ich glaube kaum. Sehen wir uns bald. Tekamaki. Die hatten wir ja alle, ne? Ja, 35 von 35. Boah, da fehlt noch so viel.
Nachspeise. Okay, da fehlt auch noch einiges. Tekamaki und Sakemaki. Habe ich Sakemaki schon? Sakemaki. Irgendwo ganz unten, glaube ich. Das sind die normalen Makis. Könnt ihr gleich mal versuchen, selber herzustellen. Sakemaki, nee, habe ich auch noch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage. Welcher Basis ist das halt? Da sind 3 Zutaten für nötig. Reis. Alge. Also Reis und das andere Ding da auf jeden Fall. Komm schon. Unfähig, Reis da reinzuwerfen. Reis. Soja. Detang. Ich probiere einfach mal was. Okay, ne. Also brauche ich tatsächlich einen Fisch. Reis. Ich brauche mehr Detang. Okay, das sind die normalen Maki. Die hätte ich dann schon mal. Also, nicht für das Gericht, aber als Grundlage für Jens. Oh, jetzt erstmal Seetang. Ich hätte vorher nicht so viel verpfeffern dürfen. So, ich gucke kurz auf die Uhrzeit. Ich möchte zumindest das Essen, wir das gar noch fertig haben.